passt. Dann werden wir die Mission angehen. Werden wir gleich die Story-Mission angehen und dann werden nur wir hier damit sehen. Du's weißt, mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Ah, wahrscheinlich dann für die Rennen bzw. die Verteidigung auch gegen die Polizisten. Das glaube ich wird sein. Aber sicher, wir werden sicher auch ein Rennen machen. Sicher. Ich glaube, da war bis jetzt jede Mission auf Rennen ausgelegt. Also vielleicht wird es auch so eine Art Testgelände sein oder etc. Kann ja auch möglich sein. Muss ja nicht gleich ein komplett richtiges Rennen sein wie jetzt. Na dann. Let's go. Alter, die alle schon so schick außer mir. Puh, ihr Peppi. Let's go. Wenn du dieses Rennen gewinnst, gehört das Fahrwerkskit dir. Ah ja, das will ich sehen. Das will ich sehen, dass das mir gehört. Das will ich sehen. Und wir brauchen unbedingt Punkte. Okay. Ah, diesmal wieder drei Runden. Na dann. Oh, die geben mir ein bisschen Gas hier. Es ist klar, da geht's um etwas. Plötzlich sind sie alle gleich viel schneller. Perfekt. Aber auch hier haben wir hier ein bisschen eine Herausforderung, hoffe ich mal. Ah, schön. Flughafen? Wow, was für ein Blitzstart. Flughafen? Ah, nein. Ich glaube nicht Flughafen. Kann das vielleicht sein, dass es... Na, das wird sicher bei irgendwo rennmäßig irgendwas sein. Aber es hat schon sehr danach wie ein Flughafen ausgeschaut. Muss ich schon sagen. Ist ein gutes Gefühl, so weit vorne zu sein, ha? Ja, da ist es einfach nur dort mit Tribüne und alles da so rechts. Es könnte aber ein Flughafen sein. Okay, aber Flughafen ist doch um einiges größer. Das ist mitten in der Stadt. Ja, damit das eher so rennmäßig so die Rallye-Runden sein. Kann gut möglich sein. Dass das ist. Also hat schon sehr danach ausgeschaut. Was so viel Platz auch war, weißt du? War wirklich relativ viel Platz. Jetzt schauen wir uns das nochmal mehr, wenn es geht. Was ist denn das? Es ist viel Platz hier. Ja, es ist viel. Es könnte aber auch so als Testgelände dienen, ganz ehrlich. Es könnte fix auch so Testgelände sein. Ich finde das interessant jetzt gerade. Ja, ich glaube, das ist ein Testgelände, weil das jetzt mit dem Motor war. Ich glaube, das ist ein Testgelände. Die anderen haben wir wieder zu locker abgehängt. Aber das war am Anfang noch so schön. Am Anfang waren sie ja wirklich, da haben sie noch Pickup bei mir und jetzt. Mach schon. Du bist so kurz. Okay. Wie ist denn das gegangen mit dem Einhaber? Was ist denn mit dem los? Der ist den Arsch pudert noch währenddessen oder was? Na, Alter. Der kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Der ist ja ganz weit hinten gewesen. Ich verlasse mich auf meinen Endspurt. Alter, kriegt die KI das da mal hin, dass sie das Rennen abschließen, oder was? Na gut, unser Ziel ist, wir jetzt perfekt sind. Ah, es gibt bis 8. Na, Alter, bis 8, das sind sie ganz schlecht. Ganz schlecht sind sie da. Der Fix. Ah, schade, 2er können wir fix nicht mehr überholen, aber den 5 haben wir überholt. Ist schon wenigstens wieder eine Klasse für sich. Und wieder alle überholt. Na moin. Aber merkt schon, das heißt, hin und wieder ist auf dem Weg zu dir. Einen heftigen Unterschied. Ich melde mich wieder. Wenn da nicht so viel Unterschied ist mit dem Fahrwerk und zu den anderen, können die was. Da können es dann... Alles klar. Na gut. Es war Federung, neues Inventarobjekt, perfekt. Und dann ab 19.